Ja, es gibt zwei Dinge, die ich beim Sport vor allem gelernt habe. Das eine, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben, weiterzumachen, durchzuhalten. Gerade dann, wenn man vielleicht mit einer Niederlage zu kämpfen hat oder wenn es eine Schwächeperiode gibt, dass man da nicht aufgibt, sondern weitermacht, dass man dann auch großartige Erfolge erzielen kann. Und das zweite ist der Teamgeist in der Mannschaft. Gerade bei Mannschaftssportarten kann man das erleben, dass es auf jeden ankommt. Und wenn alle ihr Bestes geben, dann kann man als Team viel mehr schaffen, als man sich oftmals zugetraut hat. Ja, und das braucht man nicht nur im Sport, sondern in vielen anderen Bereichen des Lebens auch und nicht zuletzt auch in der Politik.